Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag, Happy New Year und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es im Titel, wir starten das Jahr mit einem Banger. Nach über 8 Wochen ist mein Ariana Grande RAM Beauty Paket endlich hier angekommen und wir werden das Ganze heute testen. Ich habe einige Produkte bestellt, ich habe schon einen Favorit, der 2022 alles ändern wird und ich bin super gespannt, wie die anderen Produkte sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein kleines bisschen aufmuntern kann. Ich muss ein bisschen hochziehen, sonst werde ich hier gleich demonetarisiert. Freunde, dieses Jahr wird anders und deswegen starten wir einfach direkt mit Ariana Grande. Sie hat eine eigene Beauty-Make-up-Marke rausgebracht. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Selena Gomez is shaking, Rihanna is shaking, Kesha is shaking, Hailey is shaking, Halsey, wie sie alle heißen. Alle bringen ihre eigenen Beauty-Marken raus. Und prinzipiell ist das eigentlich gar nicht so falsch, denn sie sind Person des öffentlichen Lebens. Ihre ganze Gestalt und ihre ganze kreative Personality wird ja auch irgendwie in gewisser Art und Weise durch Make-up ausgedrückt. Und als sie das gelauncht hat, beziehungsweise als sie gesagt hat, dass sie RAM Beauty launchen wird, dachte ich mir so, okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Und dann wurde das Ganze so ein bisschen still. Es hat einen Moment gedauert und dann kamen die ersten Designs raus, wie sie die Verpackung designt hat. Und ich dachte mir so, wow, sieht richtig, richtig cool aus. Und dann war der Launch am 11. November, glaube ich, ungefähr. Also schon eine Weile her. Und dann habe ich ein paar Sachen bestellt. Und ich war ehrlich gesagt, als ich die Webseite gesehen habe, schock über den Preis. Ich dachte mir, okay, auf der einen Seite saß Packaging super, super gut aus. Aber die Preise sind nicht so hoch. Also für das, was ich erwartet hatte. Ich hatte eher so an Rare Beauty und Fenty Beauty gedacht. Aber es ist tatsächlich preislich eher Nabla. So L'Oreal Nabla. Also recht erschwinglich. Ich habe trotzdem recht viel Geld ausgegeben. Aber ich war erst überrascht. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann das Ganze ja nur Trash sein. Also so optisch ist es schwierig von Bildern zu sehen, ist das jetzt richtig hochwertig oder ist das so Claire's Make-up? Und ich war dann so, okay, bei dem Preis, vielleicht ist es Claire's. Es hat 8 Wochen gedauert, bis das Paket kam und ich habe schon gedacht, es kommt nichts mehr. Ich war tatsächlich Bestellung Nummer 4 überhaupt. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich war super schnell, habe alles im Warenkorb, zack, 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 ohne groß nachzudenken und bestellt. Deswegen hoffe ich, dass wir daraus einen schönen Look schminken können. Einige Produkte habe ich schon so ein bisschen geswatcht und so ein bisschen rumprobiert, aber noch nicht wirklich in meinem Gesicht, außer das eine, denn das ändert alles. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr Mitleid habt, dass ich so lange auf das Paket für euch warten musste, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Freunde, ich sehe aus wie ein Elevator Boy auf Wish bestellt. Ich fühl's. Freunde, okay, wir starten, ich glaube, mit dem Highlighter. Ich bin tatsächlich im Moment wieder total auf dem Highlighter-Trip, aber auf so soften Highlights, die so ein bisschen wie Hourglass sind. Also so einen leichten Touch an Bewegung ins Gesicht bringen. Und ich habe hier die Farbe Miss Mercury, ein Highlighter Topper Top Coat Enlumineur. Den gab es in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben. Und das fand ich echt krass. Es gab ein Grün, es gab ein Lila, es gab klassische Shades als Highlighter und ich habe mich halt erstmal für einen natürlichen entschieden. Ich wollte nämlich nichts bestellen, wo ich sage, okay, das ist Trash, das benutze ich eh nicht. Und deswegen haben wir hier diesen Highlighter. Zuallererst, die Verpackung ist extrem hochwertig. Also allein der Karton mit diesem Embossing, wie heißt das, wenn das so eingestanzt ist und so ein bisschen erhaben ist, dann sehr, sehr viele Details. Also man kann echt Ewigkeiten hier lesen und man findet immer wieder Sachen drauf. Sehr, 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 sehr schönes Design. Und dann habe ich das in der Hand gehabt. Und ich war schock, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass das billiges Trash-Make-up-Verpackung ist. Also wirklich billig produziert. Aber ich teile mit euch immer mein Wissen so ein bisschen, was hinter den Kulissen abläuft. Und so ein Packaging neu zu designen, ist einfach super teuer. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass das wirklich extrem hochwertig ist. Es ist super schwer. Ich dachte erst so, die Form weiß ich nicht. Es ist fantastisch. Also ganz ehrlich, mega, mega Packaging. Wir probieren die Farbe jetzt aus und dafür nehme ich mir einfach einen Highlighter-Pinsel und dann tragen wir uns auf. She's blinding. Definitiv sehr intensiv und sehr, sehr leicht. Also ich finde so punktuell so ein paar Highlights setzen immer noch super, super schön. Freunde, wenn ihr wüsstet, was hier gerade liegt, dann wisst ihr auch, warum ich so wenig über andere Produkte im Moment geredet habe. Denn ich habe einfach sehr, sehr tolle Produkte jetzt für euch in der Pipeline. Aber
Das ist ein super, super schöner Highlighter, sehr frisch und sehr reflektierend und nicht grob glitzerig. Also das ist ja immer das, was viele nicht mögen, wenn der Highlighter so richtig dicke Glitzerpartikel hat, hat der definitiv nicht. Sobald ich euch nah ranhole, seht ihr das auch. Okay, also das Ding top. Wir haben aber noch andere Produkte und ich zeige euch erstmal kurz, was ich noch bestellt habe. Denn ich weiß nicht, ob ich daraus einen Look schminken möchte. Doch vielleicht machen wir auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Und zwar ist das ein Liquid Eyeshadow. Ich habe den in der Farbe Herzchen, glaube ich. Das ist so ein, ja, so ein Chocolate Brown, recht hell. Und Freunde, ich habe den an Silvester. Ich habe den am Tag vor Silvester getragen. Einfach nur auf die Hand mit einem Pinsel rein und in die Lidfalte. Und das ist so wunderschön gewesen. Das Ding hat alles geändert. Ich finde nämlich, dass so Puder-Lidschatten total schön sind. Aber wenn man das kombiniert mit dem Cream-Eyeshadow, mega, ich zeige euch das. Wir machen ein Auge so, wie ich das jetzt die letzten Tage getragen habe, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich blende euch den Preis ein, das war nicht teuer. Klar, es hat Ewigkeiten gedauert. Ich denke mal, das wird auch spätestens 2022 bei Sephora sein. Merkt euch dieses Produkt. Dieses Jahr, ich weiß, dass ich das aufbrauchen werde. Ich will es nicht zu viel hypen, aber ich hype es ein bisschen. Dann haben wir hier die Lidschattenpalette. Und auch da dachte ich, also, what the actual ist das für eine Verpackung? Aber wunder, ich kann es nicht sagen. Ich habe die Sachen selber gekauft. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt hier rumschleime. Ich war wirklich enttäuscht von dem Design und von der Webseite und so. Es war alles so, Hauptsache irgendwie gemacht. Aber actually, das ist Metall. Damit kannst du, weiß nicht, da kannst du Fenster mit einwerfen. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr hoch. Hier sind 8 Gramm drin und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also in jedem Lidschatten sind ein bisschen mehr als 1 Gramm. Sehr, sehr schön. Ich habe mich jetzt auch hier für eine neutrale Palette entschieden, einfach um so logisch wie es geht zu argumentieren und zu zeigen, wie sind die Sachen. Weil ich finde, wenn ich eine, es gab auch so lilafarbene Paletten und so, wo ich gesagt habe, das ist nichts, was ich regelmäßig trage, wo ich keine Vergleiche ziehen kann. Deswegen hole ich euch ein Stückchen näher ran und wir benutzen diese Palette. Okay, können wir kurz über meine Base reden? Wie schön sieht dieser Highlighter bitte auf meiner Haut aus? Hier ist Bewegung auf der Nase. Und wenn man den dann so an ein paar Highlight Points setzt, amazing. Wir haben hier diese super schönen neutralen Farben. Wir schminken heute wirklich mal einen klassischen Maxim Giacomo Look. Ich starte als erstes mit dieser Farbe. Die ist recht hell, ein bisschen trocken. Und die stempel ich mir schon mal hier hin. Auf jeden Fall kann man sie erahnen. Ich nehme einen anderen Pinsel, der war mir eben ein bisschen zu fest. Also, sie hat Kickback, muss ich sagen, aber sie hat auch Pigment. Ich glaube, dass man auch nicht zu streng sein darf, irgendwie mit neuen Brands. Ich meine, man muss erst mal schauen, man muss die richtigen Produzenten finden. Und ja, sie hat natürlich auch ein gewisses Kapital. Aber die Farbe ist da, die Farbe ist schön. Und das ist halt so ähnlich wie das, was wir auf der anderen Seite machen. Aber wir gehen natürlich noch ein bisschen dunkler und dann gehe ich einfach in diesen roten Ton. Und der sieht schon ganz anders aus von der Textur her. Kennt ihr diesen Unterschied zwischen diesem pudrigen Lidschatten, der wirklich auch crusty in der Verpackung aussieht, und diesen etwas cremigeren? Und der zählt definitiv zu den cremigen Tönen. Sehr, sehr schön, aber nicht so krass pigmentiert. Ich habe halt jetzt überlegt so ein bisschen, okay, Ariana Grande, wie ist ihr Make-up im Moment? Und das ist ja wirklich sehr soft. Also maximal ist das das Dunkelste, was sie auf dem Auge trägt. Und dann hat sie meistens einen dicken Eyeliner und das war's. Deswegen, es passt schon irgendwie zu ihr. Ich bin tatsächlich bei der Verpackung so ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich so dieses Astro gar nicht mit ihr in Verbindung gebracht hatte, aber irgendwie, es ist halt auch schwierig, etwas rauszubringen, was es nicht gab. Und so eine Verpackung gab es halt noch nicht. So ist das schon ganz schön. Gehe noch ein bisschen in die hellere Farbe und blende hier oben etwas aus. Aber wir gehen jetzt in die dunkelste Farbe. Und ich glaube, dass das eine Palette auch wirklich für den Alltag sein kann. Sie sieht sehr pigmentiert aus. Und die stempel ich mir jetzt einfach mal hier in die Crease. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich jetzt sage, aber die Farben sehen auf dem Auge wirklich matt aus. Also manchmal gibt es so, macht gar keinen Sinn, was ich jetzt sage. Manchmal gibt es so Farben auf dem Auge, die sehen so ein bisschen feucht aus. So wie ich erst gedacht habe, dass die in der Verpackung sind. Aber auf dem Auge sind die richtig matt. Was sagt ihr? Habt ihr die Sachen vielleicht schon ausprobiert? Ich habe mir tatsächlich wirklich noch keine Review angeschaut, einfach um nicht voreingenommen zu sein. Es sieht schon schön aus. Man darf halt den Preis nicht vergessen, ne?
das war ja jetzt nicht 60 Euro. Ich finde es süß. Ich finde es, muss ich sagen, sind wir mal ein bisschen offener und freundlicher. Mir gefällt es ganz gut. Ich blende jetzt hier einfach nochmal rüber. Und es gab ja, wie gesagt, auch noch andere Farben von Paletten. Also wenn das euch zu langweilig ist, es gab auch noch andere. Ich habe jetzt überlegt, was ich mache. Ich habe nämlich diese zwei Liquid Eyeshadows und die werde ich jetzt erstmal benutzen, dass wir so einen Vergleich haben. Und zwar kommt das hier in dieser, das sieht aus wie so eine kleine Pille, auch. Ich glaube, das ist Plastik, es fühlt sich aber an wie Glas. Und dann habt ihr hier so einen Lipgloss-Applikator. Und Freunde, ich habe es schon probiert. Trust and Believe. Das hier reicht für beide Augen. Ich habe das schon ausprobiert. Ich nehme einfach einen Pinsel, gehe hier rein, lade den auf ganz leicht und platziere mir schon mal die Farbe hier in meine Lidfalte. Und oft ist das eine gute Technik, um einfach entweder einen super simplen und clean Look zu machen oder einfach, um Lidschatten, die ihr, so wie hier jetzt beispielsweise, in der Farbe habt, einfach zu intensivieren. Und dann könnt ihr das einfach ausblenden. Und das nimmt die Foundation nicht weg, das macht die Foundation nicht kaputt. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr, weil das recht schnell antrocknet auch. Und es trocknet auch und es hält auch. Also das habe ich schon getestet, um einfach euch auch eine Review zu geben. Ihr könnt das aufbauen und ihr könnt das ausblenden. Ich habe das komplett auf meinem Lid getragen. Einfach rauf und dann ein Highlighter, den ich euch bald zeige, oben rauf als Topper und das sah ultra, ultra schön aus. Und ihr könnt damit auch unten schon mal wie so eine Base ans und an den unteren Wimpernkranz geben. Und oh, diese Farbe, ich sage es euch, wird jeden Tag auf meinem Auge sein, weil ich trage ja oft Lidschatten im Alltag, einen Braunton. Und das ist genau der Braunton, den ich gebraucht habe. Ich nehme mal noch einen sauberen Pinsel hier und blende hier einfach noch ein bisschen aus. Und ihr seht, ne? Also ihr könnt die Farbe aufbauen. Wenn ihr das Auge kurz trocknen lasst, dann habt ihr wirklich so ein super, einfach nur ein Highlight darüber und fertig. Ich habe aber hier noch einen Liquid Highlighter, beziehungsweise, was ist das? Ein Liquid Eyeshadow, glaube ich. Die Farbe Komet. Liquid Eyeshadow, ja. Habe ich noch nicht getestet. Auch die sieht sehr, sehr schön aus. Wow. Die reflektiert so ein bisschen, ich würde nicht sagen Duochrome. Hier ist sie ein bisschen dunkler und wenn das Licht drauf scheint, dann ist sie krass. Und wir gehen jetzt damit einfach hier rüber. Schöne Farbe. Blende die hier mal so ein bisschen an der Kante aus. Was ich mit Liquid Eyeshadows gerne mache, ist, wenn ich so ein Smoky Eye trage, dann tupfe ich das einfach nur rauf. Und das ist halt, oh, yes. Das macht mich ein bisschen wuschig hier. Weil das ist halt genau das, was ich im Alltag trage. Ein Braunton, ein Schimmer aufs bewegliche Lid und das sieht einfach immer perfekt aus. So egal, was ihr anhabt. Ihr müsst euch nicht mal schminken können, richtig mit Cut Crease und was weiß ich, wenn ihr einfach einen Braunton und ein Liquid Eyeshadow drauf. Freunde, trust and believe. 10 Tage noch. Iconic. Ich liebe, liebe, liebe diese Cream Eyeshadows. Die brauchen einen Moment, um anzutrocknen. Das heißt, ihr habt auch wirklich noch ein bisschen Zeit, um damit zu spielen. Ihr könnt ihn so ein bisschen ausblenden, die Kanten. Ihr könnt auch wirklich immer noch dunkler gehen. Und ihr seht, der wird dann trocken und dann ist der matt. Und selbst wenn euch das zu soft ist, könntet ihr einfach dann mit einem Puder-Eyeshadow rübergehen. Ich baue jetzt hier einfach nochmal ein bisschen den Braunton auf. Und dann könnt ihr mit einem flachen Pencil-Brush da reingehen, am unteren Wimpernkranz ausblenden. Fertig. Look for days. Das ist der Look 2021. Ich sage es euch. Liquid Eyeshadows, fantastisch. Wir probieren jetzt mal mit einem Finger in diesen Bronzeton zu gehen. Der fühlt sich sehr, sehr buttrig an, ist aber nicht so reflektierend. Okay, wir gehen einfach mal rauf. Das ist so ein Soft-Schimmer, kein Metallic-Schimmer. Und dann nehme ich mir mal hier einen Pinsel und gehe in den hellen Ton und ziehe mir damit die Cut Crease. Ja, actually, no. Das ist halt das, was ich meine, ne? Also, Packaging mega, aber das ist für mich ein Ariana Grande Look. Liquid Eyeshadow, die Schimmer, der hat keinen Schimmer drin. Also, das ist nur so ein softer Schimmer. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt zu streng? Weil ich vergleiche das jetzt, ich kann natürlich einen Puder-Lidschatten nicht mit einem Liquid Eyeshadow vergleichen, aber das ist halt nochmal eine andere Liga, ne? Ich glaube, dass ich eher zu den Liquid Eyeshadows tendieren würde, weil das einfach viel simpler ist und
ich so Liquid Eyeshadows in Matt und so auch nicht habe. Und die sind sehr anwenderfreundlich. Das ist ein super schöner Look. Versteht mich bitte nicht falsch, ne? Aber ich glaube, wenn man hier einfach mit dem Liquid Eyeshadow rübergehen würde. Ja, here you go. Das ist nochmal was anderes, ne? Klar. Vielleicht auch in Kombination, das so als Base. Aber die Lidschattenpalette. Ich würde der nochmal eine Chance geben. Es ist definitiv eine Lidschattenpalette für den Alltag, die man immer gut benutzen kann. Worauf ich jetzt aber sehr gespannt bin, ist die Mascara. Und auch hier ist das Packaging iconic. Packaging, es liegt gut in der Hand. Ich dachte eher so, weiß nicht. Aber es war so lustig, ne? Muss ich euch kurz erzählen. Maybelline hat diese Curl Bounce The Colossal Mascara rausgebracht. Und ich glaube, ich habe 100 Kommentare bekommen, es sieht aus wie ein Tampon. Die sieht sehr, sehr schön aus. Das Bürstchen habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Das ist so spitz nach oben zulaufend. Sieht sehr gut aus. Ich muss immer an Mascara riechen. Seid ihr auch so? Okay, seid ihr bereit? Ich curle einmal meine Wimpern. Sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Auch dieses Eckige hier oben. Was sagt ihr? Ich finde die gar nicht schlecht. Die hat nicht zu viel Produkt dran. Also dieser Abstreifer hier drin funktioniert sehr, sehr gut. Ah, oh, ins Auge. Ich muss sagen, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie sie hält. Ich werde mich gleich nochmal abschminken und dann nochmal neu schminken mit der Mascara. Und dann sage ich euch, wie mir die gefallen hat. Aber First Impression, it's nice. Okay, ich lasse das Ganze hier kurz einmal antrocknen und dann kommen wir zu den Lippen. Auch für die Lippen habe ich einige Produkte bestellt. Um genau zu sein, zwei. Ich ärgere mich, dass ich diesen Lip Water Marker nicht mitgekauft habe. Ich werde noch mal eine Runde bestellen. Also, falls ihr bestimmte Produkte von mir getestet haben wollt, von Rem Beauty, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich bestelle das dann alles und dann machen wir im Februar oder so noch mal ein Video dazu. Denn ich habe zwei verschiedene Lippenprodukte. Einmal einen Lippenstift und auch hier Packaging ist iconic. Das sieht aus wie so ein, wie hieß denn das Spiel? Among Us. So eine Among Us-Figur. Wie so ein, ja, wie so ein kleines Raumschiff. Man sieht den Lippenstift mit drin. Man ist zwar magnetisch, aber er geht sehr, sehr gut ab. Dann steht auf dem Lippenstift selber auch nochmal REM drauf und das ist die matte Farbe in Roller Skates. Sehr, sehr schön. Ich habe hier aber noch einen Plumping Lip Gloss. Den wollte ich dazu kombinieren. Der könnte ein bisschen zu dunkel sein hierfür. Deswegen trage ich einmal einen Lip Liner auf, der ein bisschen dunkler ist. Ich benutze dazu immer den NABLA Nude in Nummer 5. Einfach so als Kontur. Und dann den Lippenstift. Er riecht wie so ein klassischer Lippenstift, so ein bisschen vanillig. Sehr schmelzend auf dem Mund. Wunderschöne Farbe. Er fühlt sich sehr dick auf den Lippen an tatsächlich. Also das ist jetzt nicht so ein leichter Touch of Color, sondern wirklich, du merkst, du trägst einen Lippenstift. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Oh, den als Blush auch bestimmt super schön. Nehme mal ein bisschen hier auf meinen Handrücken. Wir haben nichts zu verlieren, Freunde. Wir sehen eh schon fantastisch aus heute. Einfach hier so ein bisschen rüber. Ich finde, das sieht immer mega aus, wenn man so einen soften Lidschattenlook hat. Dann den Blush in der Lidschattenfarbe. Yes, give me that. Der ist super pigmentiert und das ist eine sehr, sehr schöne Nude-Farbe für mich. Auch in Kombination mit diesem Lip Liner. Fühlt sich gut an. Natürlich wird er jetzt nicht 10 Tage halten. Ne? Also das ist ein Lippenstift, der ist beim nächsten Döner ist der weg. Aber I love it. Ich fühle mich richtig, richtig gut heute. Heute ist der 2. Januar. Ich habe die letzten 7 Tage eigentlich nur gegessen und habe mich so, kennt ihr das, wenn man sich so elend fühlt? Und jetzt so ein bisschen Make-up, ne? Wow. Also, Lippen fühlen sich gut an. Ich bin jetzt aber gespannt, das könnte man auch als Lip Liner benutzen. Ich habe auch tatsächlich probiert, diesen Liquid Eyeshadow als Contour zu benutzen. Es grenzt an ein Drama. Hat nicht funktioniert. Der trocknet zu schnell an und der hat viel zu viel Pigment. Also der besteht eigentlich nur aus Pigment und Wasser und setzt sich dann rauf und du kriegst ihn nicht ausgeblendet. Aber vielleicht machen wir das Ganze mal auf TikTok. Und jetzt, Freunde, den Lipgloss. Und da muss ich sagen, also das ist wirklich das billigste Packaging. Und das ist das, was ich mir bei allen Sachen vorgestellt habe. Ne? Das ist einfach nur so eine dünne, billige Plastikverpackung. Und ich finde, das passt. Ah, okay, macht Sinn. Das ist so ein Quetschtypchen, liebe ich, super praktisch für unterwegs. Das ist in der Farbe Away Message. Oh, der ist plumping. Okay. Also. Ja, ich liebe dieses Quetschding für unterwegs. Aber bei einem Plumping Lipgloss ist das unpraktisch, weil du kriegst das dann überall hin. Und wenn du so einen normalen Lipgloss hast, dann ist das fein. Einfach rauf. Es geht schnell, es ist süß für die Handtasche. Ist okay.
Bei einem Plumping Lipgloss möchte ich das präzise haben. Ich möchte vielleicht den Plumping-Effekt nur hier oben am Lippenherz haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der zieht Fäden. Farbe ist aber schön. Die Seite, ne? Das ist die Seite des Jahres. Freunde, und das ist mein Rem Beauty bei Ariana Grande Make-up Look. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich bin super gespannt, wie ihr die Sachen findet. Vielleicht habt ihr sie schon getestet. Schreibt mir bitte unbedingt eine Wunschliste, gerne auch mit Links bei Instagram oder hier einfach in die Kommentare, welche Produkte ich für euch testen soll. Ich bin sehr gespannt, wenn Ariana Grande Concealer und Foundation rausbringt, weil das ist etwas, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ansonsten für den Preis solide. Ich habe nicht damit gerechnet. Top-Qualität bei die ein oder anderen Sachen. Okay, aber das ist immer was Persönliches. Es reicht völlig aus. Es war kein Fail dabei. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Startet gut ins Jahr. Bald lasse ich die kleine private Bombe platzen und dann sehen wir uns bald wieder. Passt auf euch auf.